Und damit moin moin und willkommen zur 72. Ausgabe. Na, wie viel waren das wohl? 5 cm? Naja, besser aber auch noch nicht gut. Wenn Jugendliche im Partysuff nichts besser zu tun haben, als aus dem Fenster zu grölen, wenn sie an einem Radfahrer vorbeifahren. Naja. Und den Clip habe ich genannt, der beste Parkplatz der Welt. Ich bin ja von Haus aus kein Fan von Battle-Ampeln, ne? Aber wenn man die schon anbringt, warum muss der Drücker dann so weit vom Radverkehr entfernt sein? Jetzt versuchen wir mal mühselig hier rückwärts wieder zurückzukommen. Warum? Einer der schönsten Radwege in Hamburg. Na, dann nutzen wir ihn doch als Parkplatz. Gleich mal wieder ein Foto für Weckli gemacht. Schieben vorbei. Da ist nun der nächste. Einmal schauen, ob von links jemand kommt. Platz lassen. Und danach nach vorne. Warum schiebt man sein Fahrrad auf der Fahrbahn? Und warum muss man dann genau dann überholen? Hier ist jetzt ein Fahrstreifen aufgrund der Baustelle des S4-Ausbaus gesperrt. Da vorne wird wie immer die Ampel gleich rot. Wir halten an und jetzt passen wir gleich mal auf. Da kommt ein Auto von hinten angerast. Wir hören es gleich. Und ich denke noch so, warum muss man auf so einer Ampel immer so zurasen, wenn die sowieso schon rot ist? Denkt mir überhaupt nichts dabei. Und dann? Als das Auto schon direkt fast hinter mir stand. Wenn man an einer Baustelle, an einer langen Geraden, auf eine rote Ampel zufährt, an der ein Radfahrer wartet, der keinen Rückspiegel hat und der nicht bei jedem von hinten anfahrenden Fahrzeug nach hinten schaut, was es für ein Fahrzeug ist, warum schaltet man die Sirene dann erst an, wenn man schon direkt dahinter steht? Ich habe mich dermaßen erschrocken. Hätte er die Sirene einfach nur 5 Sekunden früher, als er schon gesehen hat, dass ich da stehe, eingeschaltet, ich wäre ja sofort zur Seite gefahren. Er hätte nicht mal Bremsen brauchen, er wäre sofort durchgekommen. Aber erst ranzufahren, bis er 1 Meter hinter mir ist, gefühlt, und dann das Ding anzuschalten, das verstehe ich nicht.
Der Zustand dieser Straße hier ist ein Armutszeugnis. Hier auf der rechten Seite sehen wir einen Radweg. Ja, dieser Teil rechts von diesen leicht zerschredderten weißen Streifen ist ein Radweg. Früher war das ganze Stück ein Radweg und da hat sich die Stadt gedacht, ja Mensch, wir brauchen wohl mal ein paar mehr Parkplätze. Lass doch mal den Radweg um die Hälfte der Breite reduzieren und lass doch mal das Gehwegparken dort erlauben, nämlich durch Verkehrszeichen 315 und zusätzlicher Parkmarkierungen. War eine fantastische Idee, würde ich sagen. Und dann wunderte man sich jetzt vor kurzem, war ein großer Aufschrei in der Presse und in der Bevölkerung, nämlich an dieser Straße gab es einen Unfall. Und ich blende einmal hier die Anzeige einmal ein. Die Situation stellt sich folgendermaßen dar. Der Junge, 9 Jahre, fuhr hier auf der rechten Seite auf dem Radweg oder Gehweg, das weiß man nicht genau, und wechselte dann an einer Stelle, an der wir gleich vorbeikommen, unvermittelt die Straßenseite. Er wollte also von rechts, links rüber, hat nicht geschaut. Gut, er ist 9 Jahre alt. Da lernt man in der Fahrschule, dass man immer mit unvorsichtigem Verhalten von Kindern rechnen muss, aber dadurch, dass hier die rechte Seite komplett zugeparkt ist und uneinsichtig ist, hat man den Jungen nicht gesehen und er wurde dann von einem Auto angefahren. Dazu kommt noch, dass in dieser Straße nicht so, wie man es erwarten würde, Tempo 30 ist, sondern Tempo 50. Eigentlich denkt man, wenn man hier auf der rechten Seite das Gehweg oder Radweg oder Gehwegparken erlaubt und dadurch eine Situation schafft, in der die Sichtachsen massiv eingeschränkt sind, vor allem da hier auch rechts häufiger Ein- und Ausfahrten sind, würde man hier auch dieses Tempo auf Tempo 30 runterregeln, vor allem da man, wenn man bedenkt, dass hier links Wohnhäuser sind und dass es ja auch eine Wohngegend ist. Aber nein, hier gilt weiter Tempo 50 und entsprechend war das Auto auch zügig unterwegs. Und so passieren Unfälle, indem man einfach ohne dass man nachdenkt, einen einsehbaren Radweg um die Hälfte verringert und dann das Parken auch noch erlaubt. Jetzt fahren wir ein Stückchen weiter und kommen gleich an der Stelle vorbei, wo das Kind die Straßenseite wechselte. Und genau an dieser Stelle passierte es. Der Junge kam hier von rechts hinter dem grauen Fahrzeug hervor, fuhr über die Straße und wurde dann von dem Autofahrer erfasst. Und dann denkt man sich, ja Mensch, wenn man hier sowas erlebt und jetzt sieht, ach, die Situation ist vielleicht nicht die beste, vielleicht sollten wir doch etwas unternehmen, hat man kurzfristig die Parkplätze abgeschafft, hat gesagt, hey, das kann man so nicht machen, hier ist nichts einsehbar, hier wohnen Leute, man sieht nicht, was passiert, die Autos können hier einfach nicht stehen, hat man da reagiert? Die Antwort ist nein, hat man nicht. Und jetzt schauen wir mal auf die rote Ampel zum Abbiegen und das rote Fahrzeug. Der hat das mit der roten Ampel auch noch nicht verstanden. Und auch das Gehupe der Hinteren, der Hinweis, hat ihn nicht überzeugt. Und die Szene kennen wir aus den letzten Videos schon und auch hier nochmal der Hinweis, warum ich diesen Radweg einfach nicht nutze. Das hat auch nichts mit Rechtfertigung oder sowas zu tun. Ich will einfach nur aufzeigen, warum es sinnlos ist, diesen Radweg zu benutzen. Irgendwie ist das mehr Parkplatz des örtlichen Autohandels als alles andere.